Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot, The Insane Trilogy. Wieder mal mit dem guten Aaron. Und ja, im letzten Part weiß ich nicht, was der größere Fail war. Entweder unsere spielerische Leistung oder unsere sprachliche Leistung. Beides war irgendwie so auf dem Tiefpunkt. Zu unserer Verteidigung, du hast eben gestartet, wie wir aufgehört haben, mit Bandicoot. Ja, diesmal habe ich Trilogy ganz gut ausgesprochen, das war geil. Ja, ich will mir ja treu bleiben. Und ja, wir sind immer noch auf der High Road und ich hoffe, dass wir es in diesem Part schaffen. Wie ihr sehen könnt, bin ich nur ein Kopf an der Wand. Alles ist rot. Ja, du willst halt mit dem Kopf durch die Wand ja. Und bist deswegen ein Kopf an der Wand. Ja. So. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir haben gerade eine kreative Pause. Ich hoffe, es geht besser weiter. Ja. Ich dachte eben auch, geht zu gut los. Ja, ich wollte extra nichts sagen aus dem Grund, ich hatte, vielleicht schaffst du es dann weiter. Anstatt wenn ich jetzt was sage, du stirbst dann. Aber. Nee, kannst ruhig sprechen, weil ich bin so oder so schlecht. Bei Let's Play spricht man nicht. Das stimmt, sonst würde es ja auch Let's Talk heißen. Ja. War das schon mal Dritter? Ich hab keine Ahnung. Ja. Jetzt auf jeden Fall. Das war jetzt auf jeden Fall der Dritte. Ich bin froh, dass es genauso gut weitergeht, wie es im letzten Part aufgehört hat. Weil sonst hätte ja was gefehlt. Ich bin froh, dass du jetzt so gut bist. Danke. Aber bei dir läuft es bis jetzt. Aber da ich es jetzt ausgesprochen habe, tut mir leid. Wissen wir, was gut hier passieren wird. Ja. Ja, jetzt kommt der Seiltanz des Undertakers. Stand da drauf. Was Aaron ist hier denn? Unser Totengräber? Das haben wir vom Batman gelernt. Okay. Das sieht chillig aus, wie du da läufst. Gut. Ich bin bis jetzt einmal, oder? Ja. Ja. Entschuldigung, wenn ich so oft frage, aber wir sterben so oft, dass ich echt fragen muss ab und zu. Ja, das kann dir keiner übel nehmen. So, bei den ersten Checkpoint haben wir erreicht. Das ist schon mal. Ja, aber wir haben nur noch ein Leben. Ich wollte gerade sagen, also die halbe Miete, Leben. Aber ich würde sagen, das ist so ein Hundertstel der Miete oder so. Andererseits, ich habe jetzt noch zwei versucht, weil 0 zählt. Das mache ich jetzt mal nicht. Mein 0 zählt ja auch. Ja. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Von den Versuchen her nicht, aber. Auf jeden Fall bist du schon mal weiter. Wir haben ja im letzten Part bemerkt, umso weiter man kommt, hört sich jetzt komisch an, aber umso leichter wird es eigentlich. Sehr gut. Weil ich hatte einmal, bin ich gut durchmarschiert und bin dann beim letzten Sprung halt leider runtergefallen. Und du hier. Ja, ich hab nicht an die Bretter gedacht. Das ist mein Job eigentlich, wenn ich konnte denken. Das stimmt. Jetzt kommt hier das Schwein. Deswegen springe ich erst jetzt drüber. Ja. Gut. Da kommt gleich das hier. Ja. Game over. Geh und verpiss dich, Uka Uka. Der war nämlich gerade bei unserer Kurzpause 80 Minuten auf dem Bildschirm. Ja. Hat und dann haben sie die ganze Zeit ausgelacht, das stimmt. Und es reicht, wenn es unsere Fans das machen oder wir selbst. Ja. Und mit Fans meine ich wir selbst. Was? Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir wirklich ziemlich gut sind oder nur sehr gut. Das war eben auch wieder gut von mir. Ich fand's gut. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Also mit dem Schwein, der Rest nicht. Und ich muss wieder mal auf das Design eingehen. Ich find's einfach nur saugen. Red weiter. Saugeil. Ist gar nichts passiert. Dann ist gut. Dann habe ich mir. Sag mal. Dann habe ich mich nur verguckt. Das war jetzt der vierte, glaube ich. Nein, das war der dritte. Was keinen Unterschied macht, weil du nur stirbst. Das war jetzt der vierte. Ich weiß, ich wollte nur, dass du von vorne anfangen kannst mit deinem Leben. Das wäre sogar sinnvoll, glaube ich. So, bitteschön. Weil du das sehen wolltest, weil das hier nicht irgendwie antört und geil ist. Wenn uns die Maske ausläuft. Das finde ich echt toll. Das stimmt. Hey, wenn jemand von euch Interesse hat, kann er mal einen Dev-Count machen oder so ein komplett Game-Over-Account, wie viele wir am Ende vom Spiel gehabt haben und uns mal reinschreiben.
Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Aber witzig wär's. Das wär zum Heulen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich hab gesagt, witzig wär's. Geh doch, sag mal! Das war geil. Ja. Ich find's auch unfair, dass das Schwein in der Luft laufen kann, während wir es nicht können. Ihr könnt's drauf. Echt? Wir machen das noch nicht. Achso, weil wir keine Cheater sind. Okay. Ich hab wir essen ja keine Suppe. Sehr gut. Ich habe bis jetzt erst ein Leben verloren und das werde ich auch so lassen. Komm schon, Crash. Enttäusch mich nicht. La 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 la. Ich nehm Eiscreme. Du sollst ja das Essen denken, du sollst hier das Level schaffen. Ups! 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 Ich glaube, mit der Power des Ups krieg ich's hier. Ja, das war geil. Ich lach mich, ja. Jetzt hast du nur noch zwei Versuche. Danke. Ein Versuch. Das hat wirklich gesagt, es war nicht mit Absicht eben gerade. Also aus Versehen, meine ich das. Ja. Ja, egal, ja. Das war nämlich aus Versehen eben, oder? Ja, vor allem der zweite natürlich. Zu dran wär's uns ja. Das hier. Doch, da wäre eine Plattform. Das stimmt. Stell dir mal vor, da wäre es eine gewesen. Das wäre geil. Den Anfang haben wir mittlerweile ganz gut drauf, weil wir ihn auswendig kennen. Ja, ich habe jetzt Angst, wenn du sagst, dass ich da gleich drauf bin. Achso, ja, das stimmt. Das habe ich gerade nicht gedacht. Aber ich habe gerade, glaube ich, wieder Käse geredet. Das zählt nicht mehr zum Anfang. Das stimmt, Alter, Junge. Für mich ist der Anfang bis zum ersten Checkpoint. Okay. Der auch am schwierigsten ist, erreicht bis immer noch, meiner Meinung nach. Weil es danach besser wird. Wir hätten vorhin den einen Spieler, wo wir eingestellt haben, nicht gehen lassen sollen, wo es fast geschafft hat. Das stimmt. Aber stattdessen musst du mich jetzt wieder mit dir rumschlagen. Das stimmt. Gut, wenigstens hast du mich noch dahin gebracht, wenn du jetzt stirbst. Kein Problem. Bin ich schon zweimal gestorben? Ja. Aber du kannst doch gerne jetzt bis zum nächsten Checkpoint noch und dann noch weiter. Kannst du dann jetzt noch? Nein, das haben wir schon im letzten Part erfolgreich nicht geschafft. Tut mir leid. Hey, du bist hochgekommen sogar. Ja, ich hatte doppeldeutig. Da kannst du auch normal hochspringen. Ja, hochspringen, genau. Okay. Das war eine exzellente Leiste. Was? Ich hab's einfach steuergerade die Controller abgenommen. Mein Gott, das war doch alles geplant, keine Sorge. Echt? Nein. Gut, dann hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Dieses Springen finde ich ziemlich. Ist schwieriger als es aussieht. Schwieriger. Das war jetzt dein Schuld, weil du mich blöd verbessern musstest. Wie kann man bitte blöd verbessern? Blöd verbessern ist, wenn man es falsch macht. Jetzt auf, Schweinebauch! Sag mal, was ist mit dir schon wieder los? Du verbesserst mich, bist noch schlechter als ich. Du sagst es, alter Junge, du sagst es. Ich führe jetzt eine Ausnahmeregel ein bei dem Level. Jeder hat so viele Versuche, bis er einmal tot ist. Komplett auf minus 0. Okay. Also hast du jetzt 6 Versuche, dann kannst du auch ein bisschen dich besser einspielen vielleicht. Keine Sorge, liebe Leute, danach in den anderen Leveln ist es dann wieder jeder 3. Aber bei dem können wir mal eine Ausnahme machen. Gut, dann weiter die Regel. Meinst du, weil das ja Bestimmungsrecht? Okay, akzeptiert. Ich glaube, das ist ganz gut, dann kann man sich ein bisschen besser einfühlen und noch mehr verlieren. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber. Sehr gut. Aber du hast diesmal noch 5 Versuche, also. Mach was draus. Hä? 4 eigentlich, aber. Hey, wow. Hey, man startet doch mit 5 mal Game Over. Doch, eigentlich schon. Hä? Das wäre mir neu.
Guck später, wenn du gestorben bist bei mir. Dann sind es nämlich 5, wenn Game Over war. Ja, aber du cheatst. Das stimmt. Oder wir sind einmal öfter sogar gestorben, haben es nur nicht mitbekommen. Das könnte bei uns beiden auch sein. Oh Gott. Ach, das ist mir gut. Würde mich jetzt mal interessieren, ob wir bei den anderen ersten von den Leveln hier noch länger gebraucht haben als bei dem. Nein, ich glaube, da haben wir schneller geschafft. Bist du dir sicher? Ich glaub's leider nicht mal. Doch. Da haben wir einen Part geschafft. Ja, aber ich glaube, da war nur das in einem Part. Das kann sein, aber der letzte Part war vielleicht 4 Minuten vom anderen. Nein, was machst du? Was machst du denn? Du läufst zurück, um zu sterben? Game over. Ich kann nicht mehr. Wie ich gesagt habe, bringen die viel mehr Versuche viel mehr. Ja. Im Ende ist der Controller jetzt nass. Das war er vorher schon. Oh. Weil du immer drauf spuckst. Was? Das stimmt sogar. 5 Leben, oder? What the fuck? Ich hab gedacht, hä? Okay. Ja gut, sind ja quasi 5. Nein. Oh, oh, nicht 6. Immer dasselbe. Du bist schon eigentlich fast nicht reingesprungen gerade. Das hat sich jetzt komisch angehört. Ich hab dich gemeint. Das hat sich noch komisch an. Weil du dicker bist als ein Schweinchen. Das war jetzt die gerechte Strafe für deinen Spruch. Die gerechte Strafe ist... hat einfach die Schnauze, okay? Hat einfach die Schnauze. Hat doch einfach mal die... Du bringst mich total aus meinem guten Konzept raus. Ich gehör ganz ab. Ich wollte gerade sagen. Na und, die gerechte Sprache gibt's auch. Es war vielleicht dumm, aber es war fett. Also hast du Lizenz von uns. Fick dich! So, jetzt ist das. Du hast die Schildkröte gemeint? Achso, ja. Ich habe eben nichts gesagt gehabt. Ich weiß, ich habe dich doch auch gar nicht gemeint. Du dummes, dickes, blödes Schwein. Ich habe das Spiel gemeint. Das Spiel. Gut. Das ist besser, wenn er denkt, es wäre so. Was? Oh, ich freue mich, ich bin schon wieder dran. Ging ja schneller als gedacht. Heirut bringt mich zum Sterben. Das stimmt sogar. Was haben sich die Entwickler dabei nur gedacht? Die haben das Level extra für uns entwickelt. Heute Morgen habe ich noch irgendwo im Internet gelesen gehabt. Ah, Crash Bandicoot ist für uns schon zu schwer, um es einfach so durchzuspielen. Ich habe mich noch drüber lustig gemacht, obwohl mir schlecht sind. Jetzt weiß ich warum. Aber keine Sorge, auch wenn wir 1 Million Jahre brauchen, wir werden es fertig schaffen, irgendwann. Ja. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun? Nein, da haben wir noch ein paar andere schwierige Spiele. Das stimmt. Da musst du aufpassen, weil die roten Bretter wieder weggehen. Ja, machst du am besten so. Das war am besten. Schade, du fliegst jetzt ins Loch rein. Danke. Bist du schon mal gestorben? Nein. Dann ist es sogar ganz gut bis jetzt. Danke. Ich hab gedacht, ich mache jetzt mal ernst. Drück mir jetzt einfach mal die Daumen. Konzentrieren wir unser Glück. Tu gut. Ganz ruhig. Das ist Das war jetzt nicht so gut, ich weiß. Ja, aber vielleicht schaffst du es. Bitte, bitte, bitte lass es ihn schaffen. Pass auf, du fliegst hoch. Ja. Gut, da vorne wäre auch nur der nächste Checkpoint gewesen. Ja? Du hast ja noch ein paar Leben. Ja. Aber meistens, wenn ich. Hast die Springdinger. Wenn ich meistens einmal so eine gute Leistung abgerufen habe, klappt es dann nicht mehr. Das ist dann irgendwie die Konzentration weg. Sag mir mal, wenn die gute Leistung kommt, also wenn du. Du bist sogar ausgespielt. Ja, ich habe gemerkt, dass es nicht reicht von der Weite, deswegen habe ich versucht, auf das Seil zu kommen, was irgendwie wahrscheinlich unmöglich ist. Hä? Diesmal wollte ich es nicht. Dann drück halt nach links. Das ist ein guter Tipp, alter Junge. Mann. Weißt du was? Weißt du was? Wir beenden jetzt den Quatsch und du machst das jetzt, okay? Ja, gut. Gut. Weil jetzt haben wir lang genug damit gespielt. Das ist ein extra Spiel.
Flasche da. Toll. Fällt mir die wieder aus für die schweren Aufgaben. Ja, das Schwein, wo mich jetzt wieder schreckt, bleibt weg. Okay, das ist das Schweinchen. Schweinchen. Spannend genug. Jetzt mal mit absoluter Konzentration. So, können wir noch für dich weiterspielen? Das wäre wahrscheinlich besser als mit Spiel. Ja. Ja, aber. Da gibt's nur ein Problem, Pummelhof hat keinen Finger. Wäre trotzdem besser als wir. Jetzt bist du zu weit gegangen, weil du die Wahrheit gesagt hast. Lalalala. Ich will Captain Jack Sparrow. Den Insider kennt nur die, wo. Hier gibt. Okay, gut. Lalalala. Ja, klar, jetzt kann ich sogar drauf rennen oder was? Und davon ging nichts. Das hast du gut gemacht, Alter, Junge. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Den Spruch hältst du dir. Ich glaube, das wird so nix. Doch. Gut. Guck einfach mal zum Lernboss. So gut mache ich auf jeden Fall schon. Blödes Schwein. Mann, die Maske denke ich auch nie. Vielleicht bringt es das, wenn ich jetzt so Geräusche mache. Yes. Gut. Siehst du, da hat's Geräusche. Nein, ich habe nicht in die Hose gemacht eben. Zum Glück. Was soll denn das jetzt heißen? Genießt du das nicht oder was? Dazu sage ich jetzt nichts. Alter Schwede. Klar, die Luft. Gut, der rutscht nur alleine von der Schildkröte ab. Das ist geil und macht auch Sinn. Ja. Fast so viel, wie dass die Schildkröte in der Luft stehen bleibt. Komm her, Schweinefüße. Sag mal, ich fickt euch! Ganz ehrlich. Scheiße. Na, na. Das mache ich, wenn ich so. Ich habe ihn auch bezahlt. Nein, hast du nicht. Na und deswegen mache ich es ja auch, was er noch ist. Gut. Jetzt mach endlich mal was. Soll ich ja alles machen oder was? Soll ich die Bosse alle machen? Soll ich die schönen Level immer machen? Jetzt streng dich mal an! Ja, sonst suche ich mir hier andere Unterstützung, wie Pummelhof. Der kriegt okay. Wenigstens was hin und der hat keine Finger. Das stimmt. Da kannst du dir mal deine Gedanken zu machen. Ah, ja, ja, ja. Ich arbeite ja schon daran. Es ist nicht so einfach. Wir sollten uns eine Uhr lassen. Vielleicht wird er dann endlich mal was sehen. Das habe ich gehört. Oh, das gibt's doch nicht. Diese Schildkröte. Das war zwar das Seil, aber ja. Ja, aber die Schildkröte war weg. Das war das Problem. Stimmt, das war die Schuld der Schildkröte, nicht, dass du sie weggedreht hast. Ja. Wenigstens siehst du es ein. Gut. Na gut. Ich weiß, es war kein Sieg, aber es war schon mal besser. Das reicht nicht. Glaubst du? Ich weiß es nicht, ob es in die Mitte vielleicht schafft müssen. Kannst du dann jetzt so rüberspringen? Das sieht nicht so weit aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Siehst du? Ich hab dir vertraut. Ich hab gesagt, so rüberspringen, nicht mit der Schildkröte. Also wärst du kürzer gesprungen. Das Springen ist aber wirklich schwieriger, als man denken könnte. Besonders wegen diesem mit dem X gedrückt halt, dass man länger springt. Musst du das eigentlich die ganze Zeit so machen, dass ich den Herzinfarkt bekomme? Das ist die einzige Stelle, an der ich noch nie gestorben bin, also... Das war jetzt gelogen. Ruhig. Du kannst ja dann springen auf einer gewissen Punkt. Hä? Ich dachte, das wäre gleich zu. Hä? Okay. Oh Mann. Ich
weiß gar nicht mehr, ob ich lachen soll oder ob ich weinen soll. Lach ich mag das vorbei. Level, aber nach 8 Stunden habe ich halt auch irgendwie jetzt mehr drauf. Okay. Aber keine Sorge, man erwartet mal nicht, ich jetzt auch auf den Nullpunkt. Gut. Und ich auch, oder? Ja, klar. Ich erwarte jetzt gar nichts mehr. Aber warum bricht das hintere durch? Das sieht doch hier komplett keine aus. Keine Ahnung. Sollte es wahrscheinlich eigentlich auch nicht. Marco probiert jetzt elegant ins Loch zu springen. Ich will gar nicht ins Loch springen, aber ich habe Angst. Der bringt uns jetzt einiges, weil wir keine Leben haben. Ich weiß. Stimmt, das kommen wir die dummen Schweine toll. Deswegen bist du gleich runtergekommen. Ja, ich hab... Da hast du jetzt keinen Bock mehr drauf gehabt. Dann. Genau. Da kommt wieder Ukle. So, jetzt probiere ich's mal. Jetzt muss es mal klappen. Ich glaube, du kannst es. Ach, auf das billige Personal hier kann man sich wohl kaum verlassen. Tut mir leid. Ey, du hast dir wirklich noch 100 Meter schießen die Schulter gezerrt. Das ist falsch. Nein, es stimmt leider. Wo man die Füße braucht, zerre ich mir die Schulter. Ja. Das war aber geil. Das könnte ich jeden Tag ertragen, den Schmerz. Den auch. Ich flipp gleich aus. Dieses beschissene Spiel. Dieses beschissene Level, ich korrigiere mich. Sag mal. Jetzt läuft's aber. Sei du ganz still. Was? Deiner scheiß Ablenkerei. Ich lenk doch gar nicht ab. Nicht nur fest, sondern auch noch mich ablenken. Das war echt gut, der Durchlauf. Game over. Oh, 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 was, mein Gott. Warum hast du auf Level Neustart eingedrückt? Hab ich dich aber auf Ja gedrückt. Gut. Sonst würde es doch nicht nochmal kommen. Mein Gott, redest du mit Klack? Was? Ja, ich hab Nein gedrückt. Deswegen kommst du zu Biele. Hab ich doch gesagt. Jetzt bist du aber stolz auf dein Gelaber, oh, was? Mann. Ich glaube an dich. Ja, das merkt man. Boah, ernsthaft. Du bist ziemlich gerade noch geladen, also ich bin noch ziemlich positiv eingestimmt gerade. Du packst es. Auf geht's, alter Runde. Das hast du gut gemacht. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, Marco, auf geht's. Ja. Mach alle fertig, alter Junge. Mach alle platt im Spiel. Du bist der dickste Mensch der Erde. Aber du hast Glück im Spiel. Sonst geht's dir gut. Nein. Mir geht's fantastisch. Besser könnte es mir gerade nicht gehen. Gut. Weil ganz ehrlich, auf dem Tiefpunkt war ich gerade. Deswegen kannst du nur noch bergauf gehen. Warte, bis sie aufsteht und wieder zurückgeht. Ja. Du hast Upa Bubba. Upa Bubba. Das heißt, wenn sie jetzt aufsteht und nicht trifft, stirbst du. Aber die trifft dich dann. Steht die auch irgendwann wieder auf? Ja, das dauert aber. Aber lass dir Zeit. Sag mal! Sicher, dass du wieder aufsteht? Ja, eigentlich schon. Warte. Ich kann mich mal. Das Spiel verarscht schon genug, aber die Schildkröte ist immer noch da. Ich hab gesagt, was? Wie lange hätte ich denn warten sollen? 3 Stunden von mir aus, Hauptsache wir kommen weiter. Sie ist doch positiv, wenn ich es nicht schaffe, darfst du es gleich wieder probieren. Das ist geil. Danke. Jetzt hast du es mir schmackhaft gemacht. Danke. Ist das dein Ernst, Crash? Bitte, bitte,
dass das nicht meine letzten helfen. Das Gute war, dass du 20 mal extra gesprungen bist, um es auszukosten. Besser gesagt, um zu gucken, wie es gut ist. Ja. Dann bist du extra schon runtergeflogen. Ach ja. Ja. Das war eine große Kein Leistung. Kein Bock mehr. Game over. Ich hab keine Lust mehr. Du bist dran. Und das noch mal einmal so einer sagen, Mega Man wäre schwer. Dieser Genuss. Die Level geben es uns aber auch richtig hart. Unseren Whisky würde ich das nicht durchstimmen. Das stimmt allerdings. Das ist ein guter Jahrgang. Pfirsich. Mhm. Komm her, Schweinchen. Ich bin jetzt ganz gechillt. Ja. Guck mich um und bringst mich um. Immer easy. Easy peasy. Hey. Ich sitze ja doch. Ich bin drauf. Bist du zum Happy mutiert oder was? Ich hab probiert, was mit Gelassenheit geht, aber das bringt mir nichts, weil das scheiße ist. Das ist der Arten, den ich kenne. Oh Gott. So, die Leute wollen dich doch komplett sehen. Karten, da habe ich ja dann wieder Flow gekriegt. Im ersten Pack war ausgedrückt. Es ist eine andere Geschichte. Ja. Gut. Ich bin schon wieder dran. Oh, ich kann nicht mehr. Wie sollen wir das jemals schaffen? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir wenigstens mal schon mal vom Ziel gewesen wären. Du bist noch mal drauf. Das tut mir so leid. Aber wir haben es jetzt schon bestimmt 30 Mal gesehen. Das reicht. Ich glaube, das könnte das Level sein, wo wir am längsten brauchen, bis jetzt unserer kompletten Karriere auf YouTube. Ja. Das ist leider kein Kompliment. Nö. Aber umso glücklicher sind wir dann, wenn wir es geschafft haben. Also nie. Ja. Du musst wieder in die Region. Ja? Okay. Sag mal! Langsam wird's wirklich frustrierend. Ich hab. Ja, wenn man zuguckt, da kann man lachen, was? Wir sind so grottenschlecht, das ist so krank. Schade, dass unsere Kinderversion der das ist unsere Kinderversion der mitspielt, die werden wahrscheinlich in einer Minute durchgerissen. Ja. Gut. Das hilft leider alles nichts.
Wir könnten probieren, den Seiltanz zu perfektionieren des Undertaker. Aber solange uns der Taker nicht unterrichtet hat, kann man das vergessen. Ja. Meine Wacke. Hallo, Schweinchen. Hallo. Gut. Das wird nichts, doch. Ja, toll, wo ich gestanden hast und gesagt, oh. Davor hab ich noch nicht dran geglaubt. Danke. Ehrlichkeit tut doch nicht immer gut, Sir. What the fuck? Ich bin nicht mal gesprungen. Ich hasse es, dass man da runterrutscht. Ich bin doch die gute alte PS1 mit den Glitches. Oh Mann. Was haben wir jetzt mit dem Spiel noch angetan? Das ist eine gute Frage. Wie arg vermisse ich doch unsere einfachen Projekte wie Donkey Kong. Und Mega Man. Ja. Gut, nein. Oh mein Gott. Das wäre realistisch, auf den Yellow Giant hätte ich noch weniger Bock. Obwohl. Den haben wir zumindest geschafft. Ja, das hat nicht. So, jetzt habt ihr. So. Die, wo das können mit diesem Seil balancieren, sind für mich noch größere Nerds, als wir es noch so schaffen. Weil das ist ja noch schwieriger. Und Crash. Party? Nein! Nein, sterben Crash, das ist eine Party. Du dummes Schwein. Okay, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. Oh Mann. Wenn wir es wenigstens irgendwann mal schaffen würden, würde ich ja nicht mal was sagen. Aber da wir so. Oder man darf dir mal einen guten Controller, mein Gott. Das stimmt, der Original PlayStation Controller ist dann schuld. Wir den ganzen Ärger raus. Wisst ihr, was ich noch letzten Part gesagt habe? Dass ich mich sogar auf das Level gerade freue. Vergesst's! Vergesst's! Die Level sind scheiße! Gute Arbeit, alter Junge! Auf den kann ich mich halt verlassen! Also am Anfang springst du jetzt nicht zu runter beim ersten. Das hätte ich jetzt sparen können. Das hätte ich dir wirklich schenken können. Springen ist aber auch wirklich ultra schwierig. Wer hat da bitte nochmal gesagt, dass das Level hier einfacher ist? Den bring ich um. Ja, bitte mal in die Kommentare schreiben. Wer findet, dass das einfach ist, das ist das Erste. Aber das war auch schwer, aber das war ja wohl bedeutend einfacher. Wenn ich noch wüsste, wo ich das gelesen habe. Ich habe mich schon gefreut, dass ich geglaubt habe, dass das einfacher ist. Danke für die Lücke. Gut, aber es wäre schön, wenn du es geglaubt hast. Mann, was ist denn los? Bin ich ein... Ja. Immer ruhig bleiben, du hast noch drei Versuche. Das wurde aus Schoppen geklappt. Wenigstens sind wir mal kurz beim Checkpoint. Tief durchatmen. Ja, damit einer Schildkröte vorbeispringen, wie kann man sowas schaffen? Tief durchatmen und einfach laufen lassen. Jetzt falle ich wieder runter? Ja. Nö. Nein, das ist... Ja, aber ich wollte doch nicht auf die Schildkröte. Das war leider mein Todesurteil. Ganz vorsichtig ausbalancieren erst. Dann springen! Genau. Gut. Und jetzt mit dem Lauf von vorhin, den können wir gebrauchen. Nicht diesen Schwabbellauf. Danke. Aber spiel einfach jetzt so weiter mit dem Leuten, das ist der Moment.
Denk dran, die roten. Ich weiß. Gut. Und spring nicht ins Schwein. Ich bin nicht ins Schwein gesprungen. So viel möchte ich zu meinem. Bitte schaff's jetzt. Okay. Bitte. Gefallen gemacht. Ja, für dich mache ich's jetzt. Wenn du es wirklich schaffst, bringst du mich vielleicht zum Weinen. Das habe ich vor. Ich bringe mich selber zum Weinen, es tut mir leid. Bitte nicht mehr. Scheiße. Keine Sorge, wenn die Schweine hinter diesem Rennen sind, dann mehr zurück. Wo ist denn der nächste sichere? Zwischen den beiden Säulen. So weit komme ich doch gar nicht. Was? Was hast du denn gerade gedacht? Ist ja auch egal, spiel einfach und gewinn. Kämpfe, gewinne das! Und danach gehen wir mal essen. Oh, das ist ein Schick. Der uns nichts bringt, wenn wir oder einer. Ich hab ja kein Leben mehr. Ah, stimmt, jetzt kommen aber die bisschen besseren Sachen. Bisschen besser, das ist das. Das war ein bisschen besser, sehr fair. Dem Fetten doch einmal Glück haben spielen. Sei einmal nicht so krank. Bitte, nein! Oh Gott sei Dank. Bitte schaff's. Bitte schaff's. Bitte. Stimmt, das sind vielleicht Leben, das war eine gute Idee. Bitte schaff's. Wo sind die verschissenen Leben? Verdammter Scheiß! Mindestens kann man hier nicht sterben. Und was sind jetzt die grünen Leben? Bitte ist das einzelne Bonus-Level am Ende zwei Leben drauf. Ja! Ja! Gott sei Dank! Drehst du dich jetzt, dass beide weggehen? Du blöd! Geh ins Loch und mach's nochmal, dass du die zwei Leben bekommst. Jetzt das war ein Witz, du. Ich dachte, ich krieg die so, es tut mir leid. Wenn du es dann nach das Level schaffst, ist es okay, aber wenn du es fast saust. Das war keine Absicht von mir, also nicht zumindest in dieser Form. Bitte enttäusch mich jetzt nicht. Nicht beim Bonus-Level, das schaffst du eh, aber danach. Bitte. Du weißt, was du von mir verlangst? Ja, dass du auch mal ein Level schaffst. Bitte dreh dich jetzt nicht gleich so schnell. Zufrieden? Ja. Jetzt verkacke ich's eh, also... Wenn du das jetzt machst, dann bring ich dich um. Das schaffst du. Immer mit der Ruhe. Meine Konzentration ist leider weg. Geh weg! Vielleicht ist es magisch, wenn ich weggehe, so wie du letztens bei mir das Gedanke bin. Ich wusste's! Weil es das Spiel uns nicht gönnt, wenn wir alle. Das Spiel gönnt uns einfach nicht, wenn wir es zu zweit schaffen. Ich wusste's! Hätten wir gleich machen können. Endlich, mein Gott! Doch nicht bei dir! Du hast mich meine Nerven gekostet! Endlich hast du mal was geschafft! Gott sei Dank! Endlich! Soll ich jetzt auf Abbrechen gehen, damit wir machen? Ich bring dich um. Oh Gott, endlich sehen wir was Neues! So, Anwendung schließen, oder? Wenn du jetzt aus dem drauf gedrückt hättest, wir hätten es nochmal machen müssen. Hätte ich dich umgebracht. Ich weiß. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt mal. Aber ihr seht dann endlich im neuen Level dann was. Ja. Oh, mal wieder ein neues Level und wir auch. Ja. Wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid und ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Das stimmt. Und das nächste Mal kommt dann das Slippery Climb, was mich auch ziemlich schwierig anhört, aber Gott, ist das schön. Momentan ist es mir egal, denn wir machen jetzt erstmal Urlaub. Alles abwechslungsreich. Hawaii. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.